sind Norbert Meinert und Bora Aksu unterwegs zu einem tragischen Fall an einer Schule. Egon für 3212, wir sind jetzt an der Schule angekommen und nehmen die Ermittlungen auf. Oh, das sieht übel aus. Oh, das sieht echt krass aus. Mein Gott. Hallo. Hallo, grüßt euch. Hallo. Hey. Wie geht's dir soweit? Ja, momentan nicht ansprechbar. Wir, Puls hat sie noch? Nina! Okay. Nina. Wer sind Sie denn? Entschuldigung. Ich bin Mutter. Bleiben Sie mal kurz zurück. Moment. Bleiben Sie mal ganz kurz. Das ist meine Tochter. Ja. Ja. Nina. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Können Sie mal ganz kurz um die Mutter ein bisschen kümmern? Wir können mal zu den Mädels gehen. Was ist denn hier los? Hallo. Habt ihr das beobachtet, was da passiert ist? Ja. Was könnt ihr euch denn, was könnt ihr uns denn sagen? Wir haben laute Schreie gehört. Laute Schreie? Von wo? Ein Streit oben am Fenster. Am Fenster da oben? Ja. Ja. Und? Was habt ihr gehört? Was, irgendwelche bestimmte Wörter oder Sätze, was habt ihr dann verfolgen können? Nila hat geschrien, ich dachte, du liebst mich. Okay. Kannst du das bestätigen? Ja, was? Auf jeden Fall irgendwas mit, ich dachte, du liebst mich und dann nur, ja, lass mich in Ruhe und keine Ahnung. Könnt ihr euch vorstellen, wer das gewesen ist oder wer der andere ist? Nein. Hast du da irgendwas drauf? Ach so, ja, ich wollte das filmen, wie sie das Poster aufhängen. Genau. Auf dem Video sieht man ganz deutlich, wie die Nila Drechsler zunächst erstmal versucht, ein Banner am Fenster anzubringen. Anschließend gibt sie den beiden Freundinnen unten ein Zeichen, dass sie einen Moment warten sollen, weil wohl jemand nach ihr ruft. Sie verschwindet ganz kurz aus dem Bild, geht nach hinten in den Raum. Man hört Schreie. Und zum Schluss sieht man letztendlich, wie sie aus dem Fenster rausstürzt. Also man hat doch richtig, sie ist nicht gefallen. Nee, die ist richtig rausgestürzt. Da oben. Ganz ruckartig. Ja. Nee, die geht da auch noch mal zurück, ne? Habt ihr eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Irgendeine Vermutung? Sie sollte mit Bastian das Poster aufhängen. Bastian, wer ist das denn? Ein Mitschüler von uns. Okay. Bastian. Ist er noch da oben? Oder wisst ihr, wo der Bastian gerade ist? Er ist nicht zurückgekommen. Nee. Er ist nicht zurückgekommen. Okay, dann gehen wir mal ins Gebäude rein. Ich wollte noch mal auf Toilette vorher. Okay, ja. Schauen wir uns mal an. Ihr bleibt so lange noch hier, ja? Genau, wir müssen euch vielleicht noch mal befragen nachher. Hallo. Schönen guten Tag. Ich bin der Kloska, ich bin hier Lehrer. Ich weiß, was ist passiert. Wir haben eine gestürzte Schülerin. Von Ihnen kennen Sie die Schülerin? Darf ich Ihnen mal gucken? Ja, natürlich. Ja, ist ziemlich schwer verletzt. Das ist, mein Gott, das ist ja die Nila. Die Nila? Ja, das ist meine Schülerin. Geht die in ihre Klasse? Ja, die geht in meine Klasse. Wir haben ja oben einen Klassenraum. Ja, da ist sie auch wohl rausgeflogen. Können Sie uns da mal dahin führen? Ja, muss ja irgendwas. Oh Gott. Anschließend kam ein Lehrer hinzu. Er war total verblüfft und verwundert, was sich da zugetragen hatte. Weiterhelfen konnte er uns nicht. Er sagte nur, dass er der Lehrer von der Nila Drechsler war. Was haben Sie denn da für eine Tasche überhaupt? Die sieht ja speziell aus. Für die AG? Ja, was für eine AG ist das? Das ist hier. Ah ja, hier steht's. Bogenschießen AG. Die Beamten lassen sich vom Lehrer der schwer verletzten Abiturientin zum Klassenraum bringen. Von hier aus wollte sie ein Transparent für die Abschlussfeier an die Außenmauer hängen. Das ist jetzt total schrecklich, aber ich müsste jetzt eigentlich los. Ich muss ein paar Sachen vorbereiten, wenn es okay für Sie ist. Gut, Herr Kosta, wir melden uns dann. Alles klar. Ja, vielen Dank. Sieht aus wie die Tasche von dem Mädel. Was steht denn hier? Hallo Nila. Es ist so schön, mit dir befreundet zu sein. Und für mich bedeutest du sehr viel. Ich sah dich und verliebte mich gleich in dich. Du warst so unerreichbar für mich und ich möchte einfach nur mit dir zusammen sein. Vorher dachte ich nie an Mädchen und plötzlich warst du da und ich kann mich an nichts anderes mehr denken und wir verstehen uns so gut. Als Liebespaar werden wir bestimmt glücklich. In Liebe, Bastian. Der Verfasser des Briefs ist der Mitschüler, der mit dem Opfer das Plakat aufhängen wollte. Da das Papier zerknüllt ist, mutmaßen die Kommissare, dass das Mädchen ihn zurückgewiesen hat. Der junge Mann hätte damit ein Motiv: unerwiderte Liebe oder gar Rache. Er muss schnellstens gefunden werden. Fällt aus? Wo ist er denn? Was ist denn da los? Nach dem Vorfall heute? Wo kann es mehr gehabt? Hör ich doch was?
Hallo? Hallo, wer ist da jemand? Mann, hier ist die Kriminalpolizei Duisburg. Meinert ist mein Name. Machen Sie bitte mal die Tür auf, wir müssen mal mit Ihnen sprechen. Bei der Durchsuchung oder Absuche der Schule nach Zeugen haben wir dann auch den Bereich der Toiletten gefunden. Und aus einer der Toiletten haben wir ein Weinen und Wimmern gehört. Und da haben wir die an der Tür geklopft und haben gefragt, was los ist. Und dann hat er nur gesagt, lasst mich in Ruhe. Wie heißen Sie denn? Bastian. Bastian? Ah, okay. Bastian. Wie alt bist du, Bastian? Entschuldigung. Wie alt bist du? 17. 17. Geht's dir gut, Bastian? Ja. Was ist das ein bisschen? Ist alles okay? Was ist denn passiert? Nichts. Wie nichts? Also komm mal ein bisschen raus jetzt damit. Bastian, hast du gerade mitgekriegt, dass da ein Mädchen gestürzt ist? Was für ein Mädchen? Ist ein Mädchen aus dem Fenster gefallen. Die ist total schwer verletzt. Das sieht wirklich nicht gut aus. Achso, ich dachte, sie werden jetzt deswegen gerade ein bisschen... Ich weiß von nichts. Nein? Weißt du von nichts? Kennst du eine Nina was Drexler? Ist ja, kennst du sie? Die liegt gerade unten am Fenster, aus dem Fenster gestürzt, da auf dem Boden. Ja, die kenne ich. Den kennst du? Gehst mit der in eine Klasse, oder ja. Was? Die haben mich auch einen Brief gefunden, da stehst du ja drauf und adressiert an Lela. Den habe ich ihr geschrieben. Hast du ihr geschrieben? Was ist passiert? Und was ist danach passiert? Ja, ich war oben und ich habe dann gesehen, dass sie mit dem Lehrer wohl geredet hat und das hat sich so angefühlt, als würden die flirten. Dann bin ich direkt und habe mich hier eingeschlossen. Ja, aber was haben die denn besprochen, dass du dich jetzt deswegen einschließt? Ja, keine Ahnung, dass sie ihn wohl liebt und so. Dem Lehrer? Ja. Sie liebt den Lehrer? Ja. Wie heißt der Lehrer? Welcher ist das? Malte Kroska heißt der. Martin Kroska? Malte. Malte, ist der Klassenlehrer von euch? Ja. Ja. Wann haben die miteinander gesprochen? Vorhin, wo wir das wollten Plakat aufhängen. Ja. Und ich musste dann eigentlich noch mal kurz zur Toilette und wo ich dann hochkam, habe ich das gesehen. Aber der ist doch eben gerade erst okay. Gekommen. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Das war in der Pause oder was? Ja, kurz nach der Pause. Ja. Was kann das denn sein? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Der sah so aus, als wenn er gerade zur Arbeit kommt. Ja. Der Bastian gab uns einen Hinweis darauf, dass der Lehrer im Klassenzimmer war. Und das kam uns natürlich total komisch vor, weil wir den Lehrer ja gerade, als wir zum Tatort gekommen sind, das Mädchen da lag, gerade so aus, als wenn er zum Dienst erscheint. Schaust du dich noch ein bisschen um, dann übergebe ich ihn gerade den Kollegen. Genau, super. Ich gehe mal zum Sekretariat. Ja. Vielleicht wissen die auch mehr, warum diese Stunde ausfällt. Ist auch merkwürdig, oder? Ja, gut, schau mal, ich versuch's mal. Ne? Als wichtigen Zeugen möchten die Polizisten den Schüler auf der Wache nochmals ausführlich befragen, zumal ihnen der Klassenlehrer immer fragwürdiger erscheint. Hora, irgendwas stinkt da. Ich war gerade im Sekretariat und die Dame sagte mir, dass die die heißt Bogenschieß AG, gar nicht ausfällt. Da haben die gar keine Notiz davon. Da hat da wahrscheinlich selbstständig einfach einen Zettel dran geklebt. Ja, das mit dem Bogenschießen kann ich mir noch ein bisschen erklären vielleicht. Ja. Aber mich irritiert es, dass er ihn schon heute Morgen gesehen hat mit ihr, aber der ist doch eben gerade erst gekommen. Das ist klar, das ist total komisch. Ja gut, vielleicht auch Mittagspause, aber lass uns einfach noch mal mit ihm sprechen oder so. Wie kommen wir denn am besten dahin? Wenn er Mittagspause gehabt hätte, hätte das Bogending auch schon vorher mitgehabt. Das ist sehr komisch. Ja, eigentlich hast du recht. Ja? Eigentlich hast du recht. Die Hinweise verdichten sich, dass der Lehrer in den Fall verstrickt ist. Da ihn niemand beim Verlassen des Geländes gesehen hat, müsste er noch vor Ort sein. Die Beamten durchkämmen die Schule nach ihm und werden in letzter Sekunde fündig. Ist so. Hallo, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Lass mich doch alle in Ruhe! Hey, runter damit! Runter! Runter! So, jetzt aber Schluss hier. Ja, da zählen sie alle. Ein Unfall! Jetzt komm auf den Rücken. Hoch aufsetzen. Also, ich hab ihn. Ja, alles klar. Rufen RTW? Ich rufe RTW und ich gehe mit der Mutter mal zum Krankenwagen. Kommen Sie mal mit, Frau. Herr Kroska machte für mich den Eindruck, als sei er ganz fest entschlossen davon, auch von der Armbrust Gebrauch zu machen. Er zielte mit dieser Armbrust auf mich, auf meinen Kollegen und auch auf die Mutter der Geschädigten. Mit so einem Spitzenpfeil kann man auch tödliche Verletzungen jemandem hinzufügen. Daher musste ich für mich entscheiden, in Bruchteilen von Sekunden von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Die Mutter der verletzten Schülerin wollte den Lehrer zur Rede stellen. Da ihre Tochter wieder bei Bewusstsein ist, konnte sie ihr die ganze Wahrheit erzählen. Über das Verhältnis der beiden und dass er das Mädchen aus dem Fenster gestoßen hat. Sie können ja dann gleich zur Klinik fahren. Vielleicht finden Sie da auch jemanden, mit dem Sie ein bisschen sprechen können, weil Sie selber ein bisschen gerade mal eine Beratung oder ein Gespräch brauchen. Ne? Die fahren gerade los. Ich denke, Sie können mit ihm hier mitfahren.
Hallo, grüß dich. Hast du noch Platz frei? Ja. Die Mutti möchte gerne noch zur Tochter ins Krankenhaus hinterher gefahren werden. Kannst du das machen? Wir fahren jetzt eh hinterher. Super. Dann können Sie ruhig vorne Platz nehmen. Okay. Alles klar. Super, danke. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ne? Vielen Dank nochmal. Gerne. Die Vermutung liegt nahe, dass der Lehrer das Mädchen aus dem Fenster gestürzt hat. Das sieht erstmal fast nach einem versuchten Mord aus, weil gestorben ist sie ja nicht. Dann haben wir auch noch einen versuchten Totschlag gegenüber den Polizeibeamten und der Mutter. Das dürfte reichen für eine vorläufige Festnahme bzw. sogar für einen Haftgrund. Das heißt, er wird im Haftrichter vorgeführt und kann mit Untersuchungshaft rechnen. Wir melden uns dann noch mal bei Ihnen. Wir müssen Ihre Tochter, wenn es geht, dann auch befragen, wenn es die Situation zulässt. Okay. Tschüss. Danke. Der Täter, der wird jetzt ärztlich versorgt. Und dann, wenn der Arzt grünes Licht gibt, dann werden wir ihn auf jeden Fall vernehmen, festnehmen, einen Haftrichter vorführen, das ganze Programm. Der Lehrer beteuert zwar, dass alles ein Unfall war. Dennoch kommt er wegen des Verdachts der versuchten Tötung vor Gericht.